Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Ich bin immer recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Es ist schon wieder etwas bei Pixelgun passiert, was ich nicht für gut befinde. Denn es kam ein neues Update und wie ihr ja wisst, habe ich ein iPhone und da kommen die Updates immer etwas später. Deswegen müsst ihr euch gedulden, aber na gut. Ich habe trotzdem hier ein paar News für euch, was das neue Update so bringt. Ja, die meisten von euch haben es ja schon, denn die meisten von euch spielen ja auf einem Android-Device. Schreibt mir doch mal bitte alle eure Geräte, auf denen ihr Pixelgun so spielt, in die Kommentare. Würde mich eigentlich sehr, sehr, sehr interessieren. Und ja, für alle iPhone-Nutzer könnte es hier interessant werden, was es hier so gibt. Deswegen kamen auch in letzter Zeit nicht so viele Pixelgun 3D-Videos, denn ihr wisst ja, wenn ein neues Update kommt und ich bekomme es nicht gleich, dann mache ich meistens keine Pixelgun-Videos mehr, weil ich euch eben immer den neuesten Stand von Pixelgun präsentiere. Möchte und da nicht veraltete Videos für die Hälfte meiner Zuschauer produzieren, denn es ändert sich oft sehr, sehr viel. Pixelgun ist ja momentan sehr im Umbruch und ja, die verändern da meistens sehr, sehr viel. Es gibt ja auch eine neue Saison zum Beispiel beim neuen Update. Bei mir ist die neue Saison noch nicht gestartet, aber wir werden uns heute noch vielleicht das ein oder andere Ding aus der alten Saison noch holen, denn ihr seht, da oben steht Kampfpass, hol dir deine Belohnung. Und da klicken wir gleich mal drauf. Und ja, was bekommen wir? Ein VIP-Konto für einen Tag. Wir bekommen hier unsere Marken vergütet. Okay, alles klar. Die werden also nicht in die neue Saison mitgenommen. Die wollte ich mir ja aufsparen, damit ich mir den neuen Kampfpass dann automatisch kaufen kann. Aber anscheinend, ja, funktioniert das nicht so. Das heißt, ich werde die dann in der nächsten Saison einfach ausgeben. Gut zu wissen. Und es gibt auch hier ein paar Angebote. Und es gibt schon wieder ein 109-Euro-Angebot, was einfach viel zu überteuert ist, muss ich sagen. Und dann gibt es noch einen 10,99 €. Das ist ganz okay. Das könnte ich mir vielleicht holen. Aber Leute, wir werden zuerst mal hier in den Clan schauen. Da werden wir uns hier ein paar Truhen holen. Und ihr wisst ja, der Clan wechselt hier immer durch. Also ja, Spieler, die nicht aktiv sind, werden rausgeschmissen. Und dann kommen neue Spieler hinein. Deswegen jede Woche mal anfragen, Leute. Lohnt sich, damit ihr da auch mal mit mir zusammenspielen könnt. Aber na gut, ich würde sagen, wir spielen zuerst mal eine Schlacht. Und dann gehen wir... ja, schauen, was das Update so Neues bringt. Ja, auf der Facebook-Seite wurde es ja gepostet und das habe ich mir hier ja geholt, also den Post, und werde ihn euch als Screenshot einblenden und dann mit euch die Neuerungen gut durchgehen und ja, etwas besprechen, was ich davon halte, und ihr könnt da gerne auch mitdiskutieren. Freue mich schon auf die vielen Diskussionen in den Kommentaren. So, wir spielen hier mal im Weißen Haus. Unser Team ist hinten. Das finde ich nicht gut. Deswegen schauen wir mal. Wow, dass wir hier mal aufholen können. So. Ah, schade. Was? Yes. Ah, okay. Doch, ging ja drauf. Ging ja wirklich gut hier. Trotzdem sind wir hier ja noch drauf gegangen. War es ein Selbstmord eigentlich? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, das war kein Selbstmord. So, da hinten ist einer. Der hat mich hier gekillt. Das ist hier der, der mich gekillt hat. Oh, die Gene sind auch richtig gut, deswegen weiß ich jetzt auch, wieso die hier vorne sind. Aber na gut, Leute. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht schaffen wir es nicht. Ich glaube es nicht, dass wir es noch schaffen, aber ja. So. Lieber Lucky Sniper. Komm. Yes. So, oh, jetzt wollte ich gerade den Mech reingeben, da ich ja wenig Lebenspunkte hatte. Da ist der Mech dann schon ziemlich, ziemlich schlau. Aber ja, 10 zu 18. So, jetzt aber. Komm. Komm, ich will da ein paar Kills holen. Ist der weg? Sieht so aus. So, den haben wir hier mal. Den haben wir hier auch gleich mal. Hoffe ich doch. Oh, er hat sich den Mech geholt. Was für ein schlaues Kerlchen. Ja, aber da ist er weg. Und da haben wir auch schon den Doppelkill. So, 6 Kills sind wir noch hinten. Will natürlich hier versuchen, nicht der Schlechteste in meinem Team zu sein. Aber da haben wir gleich den Dreifachkill. Aber, ja, es geht sich leider nicht mehr aus, dass wir jetzt noch einen Sieg holen. Weil wir jetzt auch, ja... gekillt wurden, aber na gut, so, zum Kampf, Niederlage, ich bin, glaube ich, nicht so schlecht gewesen, ja, ich bin auf Platz 3 in meinem Team, obwohl ich sehr, sehr spät eingestiegen bin, es gibt auch welche mit 0 Kills, auch bei den Gegnern, aber na gut, dieser Captain Noob, obwohl er Noob in seinem Namen hat, war dann doch wohl etwas besser als mein Team, aber na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal die Neuerungen beim neuen Update durch, ich freue mich schon richtig drauf, bis das neue Update kommt, aber ich muss mich natürlich wieder gedulden. Finde ich eigentlich richtig blöd. Es ist wirklich sowas, was mich so richtig triggert bei Pixelgun 3D. Wenn das Update einfach nicht dann kommt, wenn es auch bei Android der Fall ist. Jedes andere Spiel schafft es, außer Pixelgun 3D. Was ich
dumm finde, denn dann starten wieder die Saisonen nicht zeitgleich, meine dauert länger, eure dauert kürzer und wir können da irgendwie, ja, man kann ja auch nicht zusammenspielen dann mit iOS und Android, denn es kam auch eine neue Waffe, die iOS noch nicht hat, das bietet wieder Android einen Vorteil, deswegen kann man wahrscheinlich dann auch nicht zusammenspielen und das finde ich einfach blöd. Wieso wartet man nicht einfach mit dem Android-Update, bis es beim iOS draußen ist? Aber ja, das haben wir schon oft genug hier diskutiert und ich möchte nicht wieder eine Diskussion darüber anfangen. Na gut, so, wir schauen uns jetzt das neue Update an, deswegen mache ich hier das mal und ich mache mich etwas größer, damit ihr auch meinen Gesichtsausdruck daneben seht, wie ich so auf die einzelnen Punkte reagiere. Aber na gut, Leute, ich habe auf meinen Bildschirm gespuckt, deswegen kann ich das nicht lesen. Aber so, los geht's. Am 3. Oktober kam das Update. Wir haben ja heute den 5. Oktober, nur was hat das neue Update gebracht? Na gut, es gibt einen Battle Pass, Leute. Komplett neue Challenges und wieder 100 Preise beim zweiten Battle Pass. Man darf gespannt sein. Es ist, glaube ich, mehr so das Cyber-Ding jetzt. Das letzte Update war ja mehr so der Phoenix-Stil und jetzt ist es das Cyber-Stil. Und deswegen gibt es auch eine neue Waffe und ein neues Pad. Es gibt hier Destroy Your Enemies with a New Futuristic Weapon and a Cyber Pad. Also eine neue futuristische Waffe und ein Cyber-Haustier. Neue Avatare. Also, which you can use in all modes. Try out unique. Keine Ahnung, ob damit Skins gemeint sind oder ob da irgendwas komplett Neues eingeführt worden ist. Und dann kam auch ein kleines Halloween-Update noch dazu. Deswegen steht hier auch Trick or Treat. Participate in Halloween Events and win teamed weapon and armor set. Also gibt es auch zeitgleich zum Battle Pass auch noch ein Event, was hier wahrscheinlich für kurze Zeit laufen wird. Auch ziemlich, ziemlich cool. Und man bekommt auch hier Ermäßigungen im Halloween Store. Also ich bin schon richtig gespannt. Und da steht dann noch Tournament. Tournament is back. Earn trophies and win cool prizes in any league. Aber es gibt doch schon dieses Tournament, oder? Das sind ja die Pokale. Also ich bin ja hier in meiner Liga, in meiner, ja, besten Liste hier in meinem Turnier. Turnier ist vorbei, ja. Und da werde ich wieder zurückgesetzt auf dich 3600. Das verstehe ich nicht ganz. Und ja, da unten kann man ungefähr sehen, was für neue Skins es geben wird. Das ist die neue Waffe, die es geben wird. Es gibt anscheinend zwei neue Waffen. Aber oben steht nur Weapon und nicht Weapons. Deswegen hat mich das etwas verwirrt. Das Auto sieht auch ziemlich, ziemlich cool aus. Nur es ist ja komisch, das eine war so Phoenix, mehr so auf alt und jetzt haben sie ein futuristisches Update. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Deswegen, ja, schreibt mir unbedingt eure Meinung zum neuen Update gleich mal in die Kommentare. Für alle, die schon haben und die es noch nicht haben, die können ja auch mal hier ihren Senf dazugeben, ob das Ganze hier gut ist, was hier steht, oder schlecht ist. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, wir starten hier nochmal in einen Kampf, denn dass ich hier verloren habe, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Deswegen gleich mal weißes Haus, rein mit uns. Vielleicht starten wir jetzt nicht irgendwann in die Runde rein, sondern auch gleich zu Beginn, so wie die anderen, was natürlich sehr fair wäre. Und wir sind sogar vorne und wir sind hier mehr. Finde ich cool. So, ich liebe einfach diese Waffe bei dieser Map. Die ist einfach so okay, muss ich sagen. Yes, und da habe ich schon den ersten Kill, weil sie eben so Flächenschaden macht und der Flächenschaden auch extremst, extremst stark ist. So, aber ich habe den getroffen mit dem Flächenschaden. So, Kill-Unterstützung haben wir so. Es steht 5:3. Was will man mehr? Aber da wurden wir gekillt mit der Solarkanone vom Power Wolf. Nein, das war nicht Power Wolf, das war Royal X Wolf. Und die Gegner sind vorne. Was geht ab? Ich habe jetzt eine Kill-Unterstützung, aber der Kill-Count ging nicht drauf. So, rein mit dem Samurai-Mech, um diesen Mech nicht zu stören und vielleicht einen Kill zu holen. So, wir sind vorne. Da sollte ein Gegner sein. Ja, da ist er. Und der hat mich hier angegriffen. Wow! Yes, Dämonenkill. Er ist richtig stark, der Samurai. Ich habe ihn auch hier in den letzten Wochen mal komplett upgegradet. Der ist jetzt auf 3 Sterne. Glaube ich, dass er 3 Sterne hat. Und ja, ist schon richtig okay, muss ich sagen. So, Kill-Unterstützung. Oh, ich dachte, das hat meinen Dragon hier gekillt. Oh, und da ist ein schwarzes Loch. Da ist ein schwarzes Loch. Ich hasse diese schwarzen Löcher. Ich kam hier mit dieser einen Waffe und es gibt dazu auch, ein Gadget, das schwarze Löcher erzeugt. So, und jetzt sind wir ordentlich vorne. Jetzt steht es 16:9. Das kann sich sehen lassen, Leute. Das kann sich wirklich sehen. Ah, und da treffe ich ihn nicht. Und ich bin hier noch immer ganz groß, wie ich sehe. Das finde ich komplett uncool. Komm, mach mich kleiner.
So, sorry Leute, wenn es ein Stream wäre, hättet ihr mich bestimmt schon aufmerksam gemacht. Aber da war meine Facecam etwas zu groß. Da war ich vorher zu gut. Aber ich hoffe, egal. Ich konnte trotzdem da irgendwas vom Gameplay erkennen. So, nächster Kill, Revanche. Boah, ich liebe diese Waffe in dieser Map. Die ist so OP, Leute. Die ist wirklich so OP. Schicken wir den da auch rüber. Jetzt können wir den gleich wieder nehmen. Somit haben wir wieder volle Kanne Energie. Wie jetzt? Zwei Schüsse oder was? Und ich war weg. Was war denn da los? So, wir sind 4 Kills vorne. 4 Kills sind wir vorne. Kommen die Gegner hier nicht mehr rein? Die wissen schon, dass sie hier verlieren. Yeah, und da haben wir Unsichtbarkeitskill. Das ist auch nicht schlecht, oder? Yes, da läuft er genau rein und ich bekomme nicht den Kill. Was geht ab, ey? So, was sind denn die? Da schießt jemand mit dem Reflektor durchs Haus. Ich will auch nicht rausgehen, weil diese Waffe ist so gut für drinnen. Okay. Ah! Okay, mit dem Flammenwerfer ist ein... Hä? Was für eine Waffe? Ich bin komplett neu. Wow, und ich starte hier gleich mal bei den Gegnern. Was geht denn jetzt ab? Oh, der hat einen Mammut. Aber ich habe einen Doppelkill. Das ist besser als ein Mammut. So. Da habe ich mich selber gekillt. Das war nicht cool. Das war nicht cool. So. Weg mit dem. So, Mech-Kill. Und somit haben wir gewonnen. 29 Punkte bekommen wir. Apokale. Was gibt's denn noch so? Okay, wir sind nur am Rang 2. Der beste Spieler hatte 14 Kills und auch im gegnerischen Team hatte der beste Spieler 14 Kills. Unglaublich. Ja, da kann ich nicht mithalten mit meinen 7 Kills. Aber ich war nicht so schlecht. Ich war der zweitbeste Spieler in meinem Team und der zweitbeste Spieler im Game, weil beim gegnerischen Team hatte der zweite Spieler nur 2 Kills. Aber na gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ich blende euch hier nochmal die Update-Informationen ein. Für alle, die es nochmal lesen wollen, könnt ihr jetzt auf Pause drücken. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, macht's auf alle Fälle gut und haut rein. Ciao.